Das bedeutet, dass es einfach noch intensiver wird, es wird noch heftiger, es wird noch attraktiver, es zieht uns noch mehr an, es wird noch schwerer, da rauszukommen, es wird noch schwerer, dem Ganzen zu widerstehen, es wird noch mehr Schäden im Gehirn anrichten, es wird dein Gehirn noch mehr konditionieren, es wird dein Gehirn, deine sexuellen Schaltkreise noch mehr mit irgendwelchen Geräten verbinden, statt mit Frauen. Die Pornografie, so wie wir sie kennen, ist noch lange nicht das Ende. Die Pornografie wird sich weiterentwickeln, die Pornografie wird noch heftiger, noch intensiver, noch echter, noch unwiderstehlicher. Wie die meisten von uns sicher wissen, ist VR, also virtuelle Realität, das ist die Zukunft und dahingehend wird sich auch die Pornografie richten und weiterentwickeln. Und VR ist einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Level als das, was wir momentan haben. Also, ich habe es selber noch nie gemacht, ich habe selber noch nie einen VR-Porno angeguckt, ich habe es auch absolut nicht vor. Aber ich vertraue da einfach den Leuten, die das schon erfahren haben und die einfach berichten, dass es so sich wirklich richtig echt anfühlt, dass man, wenn man so ein VR-Porno anschaut, dass man denkt, dass man selber wirklich da drin steckt, dass man denkt, dass wirklich die Frau vor einem steht und dass man gleich halt Sex hat. Also es soll halt wirklich, wirklich überzeugend echt sein. Und ich kann nur jedem empfehlen, da keinen Fuß reinzusetzen. Nicht mal zu sagen, oh, einmal probieren, nur einmal geht schon, komm, ich kann das schon mal ausprobieren. So, ich würde wirklich jedem empfehlen, fern davon zu bleiben. Denn, wie gerade schon gesagt, es ist ein anderes Level. Es ist wirklich ein anderes Level. Das, was wir momentan haben, die Pornografie, die wir momentan haben, ohne jetzt VR-Brille, ist für unser Gehirn schon viel zu stimulierend. Ist schon viel zu viel des Guten für unser Gehirn. Es ist einfach zu heftig. Und das ist schon, das, was wir momentan haben, ist schon so heftig. Und die VR-Version davon mit VR-Brille ist einfach nochmal Dopamin hoch 2. Es ist einfach nochmal das visuelle Heroin, was wir momentan haben, ist einfach nochmal mit Heroin injiziert. Ich würde euch empfehlen, dann nicht mal im geringsten den Fuß reinzusetzen. Denn wenn du einen Fuß da reinsetzt, dann hast du Blut geleckt. Dann bist du wild. Dann willst du das immer wieder haben. Es ist so gut, dass du es dann einfach immer und immer und immer wieder haben möchtest. Geh da nicht rein. Also in Zukunft werden wir Männer haben, sehr viele Männer haben, die eine VR-Brille aufhaben und eine USB-Taschenmuschi an den Computer anstecken. Diese USB-Taschenmuschi verbindet sich mit dem Video und gibt alles, was in dem Porno passiert, gibt die Taschenmuschi wieder. Es wird alles noch viel heftiger, es wird alles noch viel besser, viel intensiver, viel unwiderstehlicher. Also VR wird die Zukunft, VR ist die Zukunft und VR wird der Standard. So wie die Smartphones heute werden solche VR-Brillen und wird andere Technik als das Smartphone heute, wird der Standard. Und wir müssen uns klar machen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass es einfach noch intensiver wird, es wird noch heftiger, es wird noch attraktiver, es zieht uns noch mehr an, es wird noch schwerer, da rauszukommen, es wird noch schwerer, dem Ganzen zu widerstehen, es wird noch mehr Schäden im Gehirn anrichten. Es wird dein Gehirn noch mehr konditionieren. Es wird dein Gehirn, deine sexuellen Schaltkreise noch mehr mit irgendwelchen Geräten verbinden, statt mit Frauen. Es wird noch kranker. Und was bedeutet das für die Kinder der Zukunft? Was bedeutet das für die Kinder der Zukunft? Die werden mit VR-Brillen, die werden mit VR-Pornos, so wie wir aufwachsen. Die werden so wie wir mit unseren Laptops und unseren Highspeed-Internet-Pornos, werden die mit einer noch heftigeren Stufe aufwachsen. Und wenn ein Kind im Alter von 11 Jahren, so wie ich,
mit der Pornografie anfängt und das über Jahre jeden Tag konsumiert. Was macht das mit dem Kind? Was macht das mit dem Gehirn? Was macht das mit einem Gehirn, das in dem Alter verdammt leicht formbar ist, verdammt suchtanfällig ist und einfach alles, was mit Sexualität zu tun hat, aufsaugt? Das Gehirn von diesem Jungen wird so stark konditioniert, wird so stark umgeformt, so stark neu vernetzt. Und dieser Junge, dieser 11-jährige Junge, der hat vorher noch nie mit einem Mädchen Händchen gehalten. Der hat vorher noch nie ein Mädchen geküsst. Der hat vorher noch nichts Echtes Sexuelles gemacht. Und schaut sich und geht einfach in diese VR-Welt rein und schaut sich sonst was an. Das ist nicht gesund, das ist nicht normal, das ist nicht gut. Das ist einfach nur abgrundtief böse. Und wenn dieser 11-jährige Junge nicht so wie ich mit dem 19. Lebensjahr dann aufwacht und erkennt, dass die Pornografie einen riesengroßen Schaden im Leben angerichtet hat, wenn dieser Junge einfach bis zum 40. Lebensjahr oder so damit weitermacht, der ist noch Jungfrau mit 40, der kriegt nichts auf die Reihe und hat dieser Junge, der dann inzwischen ein Mann ist, hat er dann irgendwie noch eine Chance, eine gesunde Beziehung einzugehen? Hat er dann irgendwie noch eine Chance, sein Gehirn wirklich zu heilen, sein Gehirn wirklich umzustrukturieren? Diese tiefe, tiefe Konditionierung zu entfernen. Diese tiefe Konditionierung, die natürlich noch mal viel intensiver ist als das, was wir ohnehin schon haben. Also die Kinder in der Zukunft, wenn nicht Vorbilder erscheinen, wenn wir nicht zu Vorbildern werden, werden die Kinder in der Zukunft noch verlorener sein. Die werden es noch viel, viel schwerer haben als wir. Viel, viel schwerer. Und die VR-Brillen mit USB-Taschenmuschis, das ist ja dann immer noch nicht das Ende. Es geht dann immer noch weiter. Das erinnert mich an eine Folge von Futurama, wo in der Folge können sich Menschen eine Roboterhülle nehmen, diese Hülle an den Laptop oder an den Computer anschließen und auf diese Roboterhülle können sie aus einer Datenbank aus dem Internet irgendeine beliebige Person aus der Geschichte. Aus dieser Datenbank können sie einfach jede beliebige Person runterladen. Und diese Roboterhülle nimmt dann die Gestalt dieser Person an. Und dieser Roboter, der macht dann alles für dich. Der erfüllt deine Träume sexuell, der erfüllt dich emotional. Er hat kein eigenes Bedürfnis, er lebt nur, er existiert nur für dich. Er befriedigt dich sexuell, emotional, alles Mögliche, er kocht für dich und was auch immer. Und wir dürfen das Ganze nicht als Zukunftsmusik einfach so, das ist in der Zukunft, vielleicht da lebe ich schon gar nicht mehr. Vielleicht, aber wir wissen alle, wie schnell Technik voranschreitet und das Ganze kann schon in 20, 40 Jahren kann das schon da sein. Und wenn das dann erstmal da ist, wenn das wirklich dann erstmal da ist, dass künstliche Intelligenz dich sexuell befriedigen kann, dich sexuell zufriedenstellen kann, dich sich auch emotional mit dir verbindet, auf emotionaler Ebene sich mit dir verbindet, dann ist das Spiel zu Ende, dann ist Game over. Dann werden so viele Männer dem komplett erlegen sein. Sie werden so hooked sein, sie werden so am Haken sein, so komplett süchtig. In der VR-Welt werden auch noch die Deepfakes, die CGI-Effekte, es wird alles noch so heftig, so gut, so echt, so real. Wir müssen uns jetzt davon trennen, bevor wir noch in diesen anderen Scheiß rutschen. Weil in diesem anderen Scheiß, besonders dann, wenn künstliche Intelligenz, sage ich mal, der Standard ist, wenn künstliche Intelligenz
sich sexuell mit dir verbindet, sich emotional, auf emotionaler Ebene mit dir verbindet, dann ist es verloren, dann bist du verloren. Wenn du da einen Fuß reinsetzt, kommst du nicht wieder raus. Also wir haben jetzt noch die Chance, den Rücken dem Ganzen zuzuwenden, aber in Zukunft wird es noch heftiger, noch besser, noch echter. Es wird einfach noch viel, viel schwerer, da rauszukommen. Also wirklich, das, was wir momentan haben, das, was wir heutzutage haben, ist schon absolut gestört. Ist schon viel zu stimulierend, ist schon viel zu viel für unser Gehirn. Es ist schon so stark süchtig machend. Und trotzdem ist das, was wir heute haben, im Gegensatz zu dem, was in Zukunft auf uns zukommen wird, absolute Kinderkacke. Es wird noch richtig, richtig schlimm. Wenn wir nicht lernen, die Technik zu kontrollieren, dann wird die Technik uns kontrollieren. Und das wollen wir heutzutage nicht. Aber vor allem wollen wir das in Zukunft nicht. Wenn alles noch viel, viel besser ist. Wenn alles noch mal in der Intensität und in der Dopaminausschüttung verdoppelt ist. Wenn die virtuelle Realität tatsächlich so verdammt stark der echten Realität näher kommt oder ran, dass die VR, also die virtuelle Realität einfach, es ist quasi dasselbe wie die Realität. Wenn es dann erstmal soweit ist, dann, nee, ich will es mir nicht vorstellen, ich will da nicht reinsteigen, ich will nicht in diese virtuelle Realität gezogen werden, ich will das kontrollieren. Ich will kontrollieren, was ich damit mache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, wisst ihr, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.